Im Namen Allahs, Alabamas, Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und Frieden und Segen sei auf das beste Vorbild, dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. An allererster Stelle möchte ich sagen, dass dieser Appell hier geht an alle Muslime, muslimische Männer und Frauen, Schwestern und Brüder. Und wie ihr lesen könnt, liebe Geschwister, geht es hier um Facebook oder sogenannter Fitnabook oder wie man das auch nennen möchte, Harambook, Sinabook, Zeitraubenbook und alles mögliche Beinamen, was man diesem Book geben kann. Ich will nicht über das Urteil sprechen, ob es halal oder haram ist im Allgemeinen, weil dies ist ein Allgegenwärtiger der Leute des Wissens. Aber für mich persönlich sehe ich das so, wie Sheikh Yusuf es gesagt hat. Ja, er hat, finde ich, eine gute Definition gegeben, und das allgemein in Internetportale, die es im Internet gibt, das ist wie ein Messer, ein Schmiermesser. Ja, man kann damit Marmelade oder Nutella aus Brot schmieren, man kann aber auch damit jemanden verletzen. Und genauso kann man auch in diese Sachen zweigleisig fahren, und muss man aufpassen. Deswegen, wie gesagt, es geht sich nicht um allgemein um dieses Fitnabook. Es geht sich um Dinge, die dort drin passieren. Es geht sich um Dinge, die dort drin Brüder und Schwestern im Islam machen. Und liebe Geschwister im Glauben, ihr wisst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Und ihr glaubt, fürchtet Allah auf eine geziemende Furcht, auf eine Art und Weise, wie man ihn fürchten muss, und stirbt nicht anders denn als Muslime. Mir ist bewusst, dass keiner von uns frei von Fehlern ist, keiner von uns frei ist von Sünden ist. Mir ist bewusst, natürlich, dass wir alle die Gottesfurcht versuchen anzustreben, und ich will mich hier mit diesem Video nicht reinsprechen. Ich war selber gefangen in diese Fitnabook eine Zeit lang, und ich bin aus diesem Fitnabook schon sehr lange raus, Alhamdulillah. Und ich habe Dinge mitbekommen und bekomme immer noch Dinge mit, wo einem schlecht wird. Wo du dich fragst, was machen dort die Brüder und Schwestern? Als allererstes, Brüder im Islam, ich weiß nicht, was das soll, dieses Mischen mit Frauen und Männern in einen Account, dass man sich Freunde macht, Frauen und Brüder machen sich zu Freunde, und Frauen sind auch eine Hijab, und manche posieren sich da, als wären sie, was weiß ich, als wären sie im Modelshow, ja, und man nimmt hier Freundschaften an, als wäre das Kindergarten, als wäre das im Islam kein Problem, ja, und ihr wisst, dass im Islam bei uns gibt es natürlich eine Geschlechtertrennung, und es gibt irgendwo Grenzen. Ja, es gibt irgendwas für Frau und für Mann, für beide. Und das machen auch die Schwestern. Sie befreunden sich mit den Leuten gegenseitig. Natürlich kommt der Oberargument, ich will Dauer machen. Ich will mit dem Facebook Dauer machen. Taib, aber ich denke mir, wenn man Dauer machen muss, muss man sich nicht mit jedem zweiten anfreunden. Erstens, weil jeder kann auf dein Book, auf dein Fitnabook reinschauen. Und wenn du Videos postest, kann er dich sehen, wenn man dann auf deine Page klickt. Man kann eine Fanpage aufmachen, wo man nicht diese ganze Option hat, wo man auch geschützter ist. Und ich würde jedem Bruder raten, der Dauer machen will über Facebook, dass er sich dann anmeldet über Facebook mit seiner Frau zusammen, sodass einer auf den anderen aufpasst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, dass sie sich gegenseitig aneinander Beschützer sind. So beschützt euch gegenseitig. Sie gebieten das Gute und verbieten das Schlechte. Und liebe Geschwister, liebe Schwestern im Islam, fragt euch mal selbst, ob das in Ordnung ist, was ihr da macht. Ihr sendet Bilder und ihr filmt, ihr sendet Bilder von euch und tut Bilder bei eurem Account da rein, und ihr offenbart eure Reize. Ihr offenbart eure Reize für jeden zugänglich, für jeden Einzelnen zugänglich. Das ist, was ihr euch stellt, was ihr damit erreichen wollt. Es sind viele, ich sag euch, es gibt Ehen, die da fast kaputt daran gehen, weil die Leute an diesem Fitnabook hängen. Brüder, wir lesen kaum Koran mehr, beschäftigen sich mit der Religion. Sie haben nicht Zeit, einen Vortrag sich anzugucken über Islam, aber sie haben Zeit, 2 Stunden vor diesem Ding zu hängen. Vor dem Facebook und poste, jetzt geht's mir schlecht, jetzt habe ich Bauchschmerzen, jetzt wollte ich Tee trinken, habe ich mir doch anders überlegt, jetzt gehe ich aufs Klo, jetzt mache ich das. Was soll das denn? Subhanallah, subhanallah. Verdenkt, liebe Geschwister im Islam, dass ihr 2 Engel an der Seite an euch habt, auf der rechten und auf der linken Seite. Und der rechte schreibt gute Taten und der linke schreibt schlechte Taten. Und sie schreiben alles auf. Und wenn du irgendwas Schlechtes darin machst, ja, dann forderst du dieses edle Geschöpf aufzuschreiben. Denkt darüber nach. Und Brüder, ihr wisst, ihr fragt euch selbst, lasst diese Oberbegriff und diese Oberausrede, ich will Dauer machen. Subhanallah, es würde keine Möglichkeit andere geben, Dauer zu machen.
Dann mach es vernünftig. Dann musst du nicht Schwestern als Freundschaft annehmen. Und Schwestern musst du nicht Brüdern als Freundschaft annehmen. Gegenseitig und sie mischen. Jeder kann da reingucken. Und dann man kommt ins Chat und man fängt an zu chatten und miteinander zu schreiben. Und ich meine, über Chatten könnt ihr fett was finden im Internet. Und man chattet und schreibt oder sendet Bilder. Jeder sendet jede Position als Bild. Und dann schreibt man darunter. Ja, oh, wie süß. Oh, Mashallah, Bruder. Mashallah, dein Bart steht gut. Und der Bruder. Oh, Mashallah, Schwester. Ich weiß, dass auch Videos von uns im Facebook veröffentlicht werden. Und Bilder habe ich mittlerweile mitbekommen. Ich weiß das. Das ist mir bewusst. Trotzdessen, wenn, dann soll das zum Gucken sein oder für die Brüder gegenseitig und für die Schwester bei den Schwestern. Man sollte die Dinge nicht mischen. Man muss wirklich aufpassen bei Allah. Man muss wirklich aufpassen. Und Brüder im Glauben und an den Brüdern auch ein Appell diesbezüglich wegen diesem Fitnabuch. Ich sehe Brüder verheiratet, Mashallah praktizieren, sie hängen in diesem Fitnabuch, mischen sich mit Schwestern, schreien mit Schwestern, als wären wir in der Disco, als wären wir hier, was weiß ich wo. Und Brüder, fragt euch mal selbst. Weil ihr sagt, ja Bruder, guck mal, wie gesagt, ich benutze das, damit ich Gutes tue. Würdest du deine Frau erlauben, auch dass sie Facebook hat, einen Account machen und sie Freundschaft tut mit anderen Brüdern, so wie du Freundschaft machst mit Schwestern? Würdest du sagen, nein, die darf das nicht. Ja, wie kannst du dir was erlauben und der was verbieten? Weil du sagst, ich verbiete nicht, die darf das, ist so, Facebook ist nichts für Frauen. Ach, ihr willst mich auf den Mann, warum befreundest du dich ja mit Frauen? Ja, ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Oh, du ihr glaubt, warum sprichst du das, was ihr nicht tut? Deswegen, meine Brüder, bedenkt doch das, was ihr macht. Denkt doch, ob ihr das, was ihr macht, richtig ist. Weil es gibt bestimmt Wege, diesen Portal zu nutzen für den Islam, aber auf eine Art und Weise, die es geht. Aber bist du diese Wege, gehst du diese Wege oder machst du alles? Erlaubst du, als wärst du in einem Ort, wo Allah dich nicht sieht. Du bist in dieser Fitnabuch, schreibst mit Schwestern, chattest, flirtest, und machst diese ganze Sache und tust so, als würde Allah dich nicht sehen. Und dann willst du dir selber dein Gewissen reinsprechen, indem du sagst, ich mache Dawa. Fürchte Allah Azza wa Jal. Fürchten wir Allah Subhanahu wa Ta'ala, der uns erschaffen hat. Und fragt euch, ob der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, dieses edle Geschöpf, ob er zufrieden wäre damit. Ob der uns das vorgeschenkt, dass wir darin hängen und dass wir diese Dinge machen. Und glaub mir, viele, viele Duat auch im Ausland sprechen dagegen und haben erzählt, wie schlecht diese Sache ist. Schaut euch mal diese Vorträge mal an. Und deswegen, liebe Geschwister, bedenkt, was ihr macht, bedenkt, was ihr tut, wenn ihr euch vertippt und ihr schreibt dann. Die Brüder und Schwestern schreiben sich gegenseitig. So wie du, Bruder, nicht deiner Frau, deiner Mutter, deiner Schwester das nicht erlauben willst, dass ich mich mit anderen Brüdern im Facebook und schreibe, erlaub es dir doch nicht, subhanallah. Erlaub es dir doch nicht, achi. Warum erlaubt, wo ist die Erlaubnis für dich? Wenn, dann mach, ich kann ja sagen, dann mach einen Account. Tu, muss nicht die Schwester und die Brüder müssen nicht Bilder reintun von sich. Tu ein normales Bild über Islam und poste Videos da rein. Und mach ein Passwort, wo du mit deiner Frau zusammen oder mit jemandem, der dich schützt, zusammensitzen kannst. Poste Videos da rein, um Dauer zu machen und nimm keine Freundschaften an. Die Leute sollen so deinen Account sehen. Man kann das so einfach, dass man nur deinen Account sieht, wenn du Dauer machen willst. Und sonst mach etwas. Und warum sollst du Dauer machen gegenüber einem Ding, was gefährlich für Gefahr für dich ist? Soll der Gläubige sich in Gefahr bringen, ist das vom Islam, dass wir uns in Gefahr bringen? Deswegen, Brüder und Schwestern im Islam, es ist nicht so, dass ich euch tadeln will. Ich will uns alle gemeinsam tadeln, ich rufe uns alle zu Gottesfurcht. Aber diejenigen, die in diesem Fitnabuch, in diese Sinnabuch reinhängen, sollen aufpassen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala rechnet schnell ab. Und die sollen aufpassen, dass sie sich vielleicht nicht damit kaputt machen. Fragt euch, wenn ihr, ob ihr gerne mit den Taten, die ihr in dem Fitnabuch begeht, ob ihr gerne mit diesen Taten vor Allah stehen wird. Da soll jeder Bruder und jede Schwester. Wenn nicht, achi, dann lösch diesen Account und geh von dieser Sache rein, was dein Zeit raubt. Und mach was Besseres, achi. Dann mach Videos und poste sie in YouTube. Oder mach irgendwas anderes. Oder setz dich hin und liest ein Buch, liest irgendwas. Oder verteile Flyers, auch Dauer, Bruder. Und Dauer, die einfach ist. Und Dauer, die dir nicht schadet, im Gegenteil. Deswegen, die Dauer im Allgemeinen schadet sowieso nicht. Aber ich will damit sagen, du kannst Dauer machen, indem du nicht Schäden erträgst, weil du dich in ein Portal begibst, wo voller Sünden ist. Für mich auf jeden Fall tabu diese Sache, aber die Leute sollen selber für sich entscheiden und fragt euer Herz. Tut die Hand auf euer Herz, Bruder und Schwester, und fragt euch selbst. Und guckt dieses Fitnabuch an und fragt euch, ob das gut ist, was ihr da macht. Diese Mischmasch und dieses Fotosenden und Chatten und alles, was dort passiert. Möge Allah Ta'ala uns alle vergeben und ins Paradies bringen. Wenn ich was schlecht gesagt habe, ist das nur von Shaitan und von mir. Und wenn ich was Gutes gesagt habe, von Allah Subhanahu wa Ta'ala und seinem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und möge Allah die Muslime von dieser Fitnabuch befreien. Assalamu alaikum wa rahmatullah.